Am 23. Mai kommt es im Hauptkampf von NFC 3 zum Top-Duell bis 66 Kilogramm. Mohamed Trabelsi und Nico Samsonice kämpfen um die Vormachtstellung im Federgewicht. Der eine, ein begnadeter Striker mit unterschätzten Submission-Skills, der andere, ein Magier am Boden mit K.O.-Power in beiden Fäusten. Dies ist die Fight-Analyse zum spektakulären Titelkampf. Mohamed Trabelsi ist in München geboren und in Tunesien aufgewachsen, wo er schon früh mit Karate begann. Im arabischen Frühling 2011 kehrte seine Familie nach Deutschland zurück und Trabelsi landete als 14-Jähriger im Munich MMA Gym, wo ihn Head Coach Bernd Freudenberger unter seine Fittiche nahm. 10 Jahre später gehört Trabelsi zu den besten Kämpfern Deutschlands und war eine Zeit lang sogar persönlicher Sparringspartner für Ex-UFC-Champion Cody Garbrandt. Seit 2013 kämpft er praktisch durchweg in großen Eventreihen. Nun soll der erste Titel her. Trabelsi ist ein absolutes Bewegungstalent. Seine Beinarbeit und technisch einwandfreien, schnellen Kombinationen sind eine wahre Augenweide. Dem Münchner im Stand beizukommen, dürfte für die meisten deutschen Kämpfer der Gewichtsklasse ein schwieriges Unterfangen werden. Häufig vergessen wird jedoch, dass der 24-Jährige durchaus auch auf dem Boden gefährlich ist. Tatsächlich ist sein Coach und Mentor Bernd Freudenberger eher Grappler als Striker und holte unzählige Medaillen in internationalen Turnieren. 2 seiner 10 Siege erzwang Trabelsi per Submission, einen durch Choke, einen durch Armbar. Aus der Oberlage ist Trabelsi also stark, doch der Münchner hat auch Defizite. Mert Özyıldırım, Mohamed Gravinski und Sascha Sharma konnten alle die beiden Schwächen Trabelsis entlarven, Takedown-Defense und die Arbeit vom Rücken aus. Alle 3 genannten Kämpfer brachten den Münchner praktisch nach Belieben zu Boden und konnten ihn dort kontrollieren. Zugegeben, keinem der 3 gelang dort eine nennenswerte Offense, weder mit Submissions noch mit Ground and Pound, es reichte aber dennoch zu teils mehr, teils weniger deutlichen Punktsiegen. Der gebürtige Freiburger Nico Samsonice gehört zu den Top-Kämpfern des Berliner Spitfire Gyms und gab sein Profidebüt bereits 2012. Schon in seinem 3. Kampf wagte er den Sprung nach Russland, wo er in der renommierten M1-Organisation seine bislang einzige Karriere-Niederlage einstecken musste. Seitdem holte Samsonice 7 Siege in Folge, allesamt in den größten deutschen Organisationen und mauserte sich dabei vom flinken Grappler zum gnadenlosen Knockouter, wie zuletzt Usama El-Zayn und der bis dato ungeschlagene Brite Conor Hitchens leidvoll erfahren mussten. Samsonice ist inzwischen ein veritabler Standkämpfer und hat erstklassige Trainingspartner im Berliner Spitfire Gym. Dementsprechend spannend ist die Frage, ob er gegen Trabelsi sein Striking testen oder lieber auf seine Base, also das exzellente Grappling, setzen wird. 6 seiner 9 Siege holte der Freiburger nämlich durch Submission, die Hälfte davon durch Rear Naked Choke. Seine Transitions am Boden sind top, sein Ground and Pound ebenfalls. Samsonice setzt es strategisch clever ein, um Gegner in unvorteilhafte Positionen zu zwingen und Lücken für seine Submissions zu schaffen. Bietet sich ihm die Möglichkeit, ist er ein eiskalter Finisher. Bekommt der Trabelsi zu Boden, könnte der Kampf also schnell vorüber sein. Neu entdeckt hat der 26-jährige Rechtsausleger seine brachiale K.O.-Power und die steckt in beiden Fäusten. Mit einem einzigen rechten Haken schickt er El-Zayn auf die Bretter, Hitchens fällte er mit der linken Schlaghand. Trabelsi wird also auf der Hut sein müssen, wenn er nicht den ersten K.O. seiner Karriere kassieren will. Auch wenn Samsonice seine letzten beiden Kämpfe mit brachialen Knockouts im Stand entschieden hat, gibt es noch Lücken in seinem Striking. Seine Beinarbeit ist nicht so flink wie Trabelsis und in Schlagdistanz ist er häufig zu offen. Hinzu kommt, dass der Wahlberliner in der Regel mit Bedacht vorgeht und gern auf Konter wartet. Trabelsi ist jedoch niemand, der blind nach vorn stürmt, sondern ein technischer Striker, dem man auf keinen Fall zu viel Raum lassen darf, weil er dann erst richtig aufspielt. Trabelsi und Samsonice sind ganz hervorragende Allrounder, die den meisten deutschen Kämpfern im Stand und auf dem Boden gleichermaßen massive Probleme bereiten würden. Setzen beide aber auf ihre individuellen Stärken, erwartet uns hier das klassische Striker vs. Grappler-Szenario mit Kickbox-Ass Trabelsi und BJJ-Spezialist Samsonice. Trabelsi muss also Takedowns vermeiden und sich entsprechend viel bewegen. Allerdings setzt Samsonice selten zu Double- oder Single-Legs an, sondern ist extrem gut darin, Angriffe seiner Gegner in eigene Takedowns umzumünzen, etwa indem er Kicks abfängt oder mit Clinchen und blitzschnellen Trips reagiert.
zu lange. Auf solche Konterchancen warten sollte er aber nicht, um Trabelsi nicht zu viel Raum für seine variablen Attacken zu lassen. Zwar ist der Münchner im Gegensatz zu Samsonice kein klassischer Sniper, der Kämpfe mit einem Schlag beendet, doch wenn er seinen Rhythmus einmal gefunden hat, wird er nur schwer zu stoppen sein. Den Titelkampf zwischen Mohamed Trabelsi und Nico Samsonice bei NFC 3 seht ihr am 23. Mai live und exklusiv bei Fighting auf YouTube. Alles, was ihr dazu braucht, ist eine Basic-Kanalmitgliedschaft für 4,99 € im Monat, die ihr natürlich jederzeit wieder kündigen könnt. Als Kanalmitglieder seht ihr neben NFC 3 auch die NFC Series am Tag davor, den WM-Kampf zwischen José Ramírez und Josh Taylor, Brave 51 mit Mohamed Grabinski am 4. Juni und vieles, vieles mehr.